Herzlich willkommen, liebe Zuhörende vom Podcast vom Jugendrat Basel-Land. Heute wiederum mit einem Interview von einer Jungpartei bei uns im Kanton. Diese Woche haben wir zu Gast den Roberto Hotz von der jungen EVP bei der Basel. Schön bist du da, Roberto. Ich weiss nicht, willst du zum Anfang gerade dich vorstellen und deine Partei auch ein bisschen? Ja, vielen Dank, Joel, für die Einladung. Ich bin der Roberto, bin 27 und von der jungen Evangelischen Volkspartei. Wie der Name es vielleicht sagt, evangelisch, verstehen wir uns als christliche Partei, also als Partei, die auf Grundlage von christlicher Wert Politik betreiben möchte. Im politischen Spektrum sind wir in der Mitte zu ordnen. Wir sind tendenziell eher Mitte links. Ich selber mache aktuell noch ein Theologiestudium und tue bei einem Lieferdienst noch arbeiten. Merci vielmals für die kurze Vorstellung. Wie ist das so ein bisschen? Wie bist du zur Partei gekommen und was machst du noch so nebenbei, was vielleicht auch mit der Partei zu tun hat? Ich bin Mitglied erst seit 3 Jahren, also bin vergleichsweise erst spät aktiv in der Politik dazugekommen. Wie ich in die Partei dazugekommen bin, mein Vater ist für die EVP Basel-Land im Landrat und durch das ist natürlich ein Anknüpfungspunkt zur Politik erstens allgemein immer vorhanden gewesen und zweitens dann auch zur EVP bzw. zur jungen EVP. Und es ist nicht so, dass ich dann einfach dass ich mir die andere Partei gar nicht angeschaut hätte, aber die junge EVP entspricht mir tatsächlich am besten vom Profil her. Wunderbar. Und wie ist das bei euch so, so geschichtliche Fakten von eurer Partei? Wann sind die gegründet worden und kannst du noch irgendetwas über die Mutterpartei erzählen? Also die junge EVP ist 2004 gegründet worden von der Lilian Studer. Sie ist damals die erste Präsidentin gewesen. Und also um gerade mal den Link zur Mutterpartei zu schlagen, sie ist aktuell auch die Präsidentin von der EVP Schweiz. Seit 2004 gibt es die junge EVP. Hier in der Region gibt es uns noch nicht ganz so lange. Hier in der Region sind wir mit der Sarah Fritz gegründet worden. Sie ist auch sehr lang im Landrat Basel-Land gesehen. Hat jetzt müssen zurücktreten, weil die Amtszeitbegrenzung erreicht worden ist. Und du hast noch zur Mutterpartei gefragt. Die EVP Schweiz ist 1919 gegründet worden. Okay, super, ja. Und wie ist das so, eure Mitglieder, wie verteilen die sich so? Also habt ihr da spezifische Alterskategorien, wenn man in der jungen EVP geht? Habt ihr Geschlechteranteile oder irgendwelche Quoten? Wie ist das bei euch? Also das jüngste Mitglied bei uns in der jungen EVP bei der Basel ist aktuell 15. Bis 34 kann man Mitglied sein in der jungen EVP Schweiz und entsprechend auch bei uns in der Sektion. Von der Aufteilung von den Mitgliedern her sind wir ungefähr 50-50, also Männer und Frauen. Und Quote gibt es direkt nicht, aber ich habe es vorher schon angesprochen mit als Beispiel Lilian Studer oder Sarah Fritz. Also wir haben
doch einige Frauen in Kaderpositionen. Also meine Vorgängerin von der jungen EVP bei der Basel ist Sarah Fritz gesehen, die das sehr lange gemacht hat. Und auch schweizweit haben wir seit 8 Jahren ist eine Frau an der Spitze. Also vor der Linienstudio ist Marianne Streif, also von der Mutterpartei. Ja. Okay, wunderbar. So viel zur Zusammensetzung. Und was sind so eure Langzeitziele? Also die EVP ist eine kleine Partei und wir sind, wir verstehen uns als Partei. Wir wollen auf der Grundlage von christlichen Werten Politik betreiben. Und Langzeitziele sind einfach in der Hinsicht konstant zu bleiben. Also, dass wir weiterhin die Plattform für Christen bieten, aber gleichzeitig auch gute Politik fürs gesamte Volk zu machen. Wir verstehen es auch als Brückenbau. Also das ist auch ein langfristiges Ziel, dass wir als Mittepartei auch Brücken zwischen den Polen schlagen dürfen. Und das ist sicher ein großes langfristiges Ziel. Wie setzt ihr euch so spezifisch für die jungen Leute ein? Also ganz konkret, die wir das Stimmrechtsalter 16 unterstützen. Denn ein weiterer Punkt ist zum Beispiel Service Citoyen, der Bürgerdienst. Also das ist etwas, wo jetzt weniger die ganz junge angeht, aber sobald man halt zum Beispiel als Mann einberufen wird, wird es ein aktuelles Thema. Der Bürgerdienst, da geht es zum Beispiel darum, dass die Armee modernisiert werden soll. Und wie der Name sagt, Bürgerdienst, dass es für alle Bürger, also Mann, Frau, die Möglichkeit gar soll sich einsetzen für das Land für eine bestimmte Zeit. Okay. Und das sind ja so die junge EVP von beiden Basel. Jetzt, wie sieht das Verhältnis aus zur nationalen jungen EVP? Was machen das da so zusammen? Veranstaltungen oder Treffen? Ja, ich kann gerade ein konkretes Beispiel erzählen. Vor letzter Woche sind wir mit der jungen EVP Schweiz in Bern gesehen, im Bundeshaus. Und dort hat sich Lilian Studer, also unsere Präsidentin von der EVP Schweiz und ehemalige junge EVP-Präsidentin, hat sich Zeit genommen, um uns durchs Bundeshaus durchzuführen. Sie ist schon noch im Nationalrat für die EVP. Für den Kanton Aargau. Und durch das hat sie uns einerseits einen Einblick ins Bundeshaus gegeben, vielleicht von ihrer Arbeit erzählt, was sie machen wird, was sie gerade da ist. Und gleichzeitig hat man schweizweit sich vernetzt, also mit anderen jungen EVP-Mitgliedern aus der ganzen Schweiz, die auch das Kader von der jungen EVP Schweiz war da gewesen und ja, es war einfach ein schöner Anlass gewesen, gemeinsam dort unterwegs sein zu dürfen. Also jetzt so ein konkretes Beispiel. Ja. Das klingt ja nach auch ein bisschen engen Band doch zu der Mutterpartei, wenn die da durch das Bundeshaus geführt worden sind. Wie ist das so, das Verhältnis zur Mutterpartei? In was unterscheidet ihr euch dort? Oder sind ihr unabhängiger? Oder wo sind ihr abhängiger? Tendenziell sind wir wahrscheinlich ein bisschen mehr links ausgerichtet als unsere Mutterpartei, also vom Spektrum her, vom politischen Spektrum her. Denn wir tun unsere eigene Parole fassen, also natürlich, und die
tun auch, also oft sehen sie die gleichen, aber ab und zu tun auch andere Parolen fassen. Zum Beispiel beim Verhüllungsverbot, da sind wir dagegen gewesen als junge Partei. Und die Mutterpartei hat dort eine Stimmfreigabe gegeben. Ja. Und wie ist das, wenn man bei euch Mitglied ist? Ist man dann automatisch auch Mitglied von der Mutterpartei? Ja, ganz genau. Das ist so. Mit der Mitgliedschaft bei der jungen EVP ist man automatisch auch bei der EVP Mitglied. Und der Umkehrschluss gilt auch. Also jedes Mitglied bei der EVP bis 34 ist automatisch auch Mitglied bei der jungen EVP. Und so als Mitglied, was übernimmt man da so für Aufgaben und wie oft trefft ihr euch? Das ist ganz unterschiedlich. Also Aufgaben gibt es ganz viel Verschiedenes. Als eher kleine Partei ist es auch einfacher, sage ich mal, Verantwortung zu übernehmen. Also in einen kantonalen Vorstand oder so reinzukommen. Wenn man das möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gut, dass man dort die Verantwortung bekommt und auch übernehmen darf. Also das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Man kann auch halt andere Aufgaben wie Unterschriftensammlungen mithelfen. Und von der Anzahl Treffen, das ist sehr unterschiedlich. Wir treffen uns meistens vor Volksabstimmungen. Aber insgesamt vielleicht so 5-mal pro Jahr. Aber man hat jetzt keinen spezifischen Rhythmus. Außer was so ein Richtwert ist, ist zweimal, also 2 Wochen vor einer Volksabstimmung ist meistens Stammtisch. Im gesetzten Fall, ich bin jetzt da überzeugt und möchte gerne mich einbringen. Wie werde ich da bei euch Mitglied und wie viel muss man da zahlen? Also Mitglied wird man am einfachsten, wenn man auf die Webseite geht, von der Junge EVP, jungeevp.ch. Dann hat es ja der Mitgliederformular, wo man ausfüllen darf, gut 2 Minuten. Und wegen der Mitgliederbeitrag, dort gibt es 2 Beiträge. Also einmal ist ein schweizweiter Beitrag und einmal ist ein Sektionsbeitrag. Der schweizweite Beitrag tut sich anhand vom Jahreseinkommen festlegen. Das heißt, wenn man nichts verdienen tut, tut man entsprechend auch nichts einzahlen. Das sind ca. 2 bis 3 Promille, wo vorgeschlagen sind, so als Richtwert, wo man dort einzahlen darf. Und wie gesagt, wenn man nichts verdienen tut, zahlt man dort nichts. Sektionsbeitrag ist etwas weniger. Das kann für einen Student 50 Franken sein. Aber auch dort, wenn das zu viel ist, dann soll man sich doch einfach melden und dann findet man eine Lösung. Okay, dann sind ihr da eher flexibel unterwegs. Wie aktiv muss man eigentlich als Mitglied sein? Aktiv muss man gar nicht sein, theoretisch. Also man kann auch von den vielen Vorteilen, die eine Mitgliedschaft bietet, wird einfach nur profitieren, ohne sich aktiv unbedingt einzubringen. Also Vorteil ist zum Beispiel, dass man bei der EVP Baselland bei einer Mitgliederversammlung einfach reinhocken wird und wenn zum Beispiel ein Pro- und Kontra-Referat zu einer Initiative oder so vorgestellt wird, dann profitiert man einfach, weil man von den Experten profitieren kann. Ja, also aktiv muss man eigentlich wirklich nicht werden. Auch wenn ich es vorher schon gesagt habe, als kleine Partei dürfen wir sehr gern aktiv werden und wird auch entsprechend sich einbringen können. Ich möchte mich jetzt einbringen, aber ohne gerade Mitglied zu werden. Was würdest du mir da empfehlen? Man darf einfach mal bei Stammtisch darf man einfach vorbeikommen, im Normalfall sogar bei Mitgliederversammlungen.
sind wir offen. Man hat halt einfach keine Stimme als Nicht-Mitglied, aber man darf mitdiskutieren und seinen Standpunkt einbringen. Ja, das war mal ein einfacher Anknüpfungspunkt. Also einfach mal vorbeikommen und sich die Sache vor Ort anzeigen. Okay, wunderbar. Das heißt, wenn ich mich jetzt möchte informieren über die junge EVP, wo kann ich da am besten informiert bleiben? Gibt es eine Webseite, ein Newsletter oder Social Media Accounts, wo da aktuell sind? Der beste Überblick findet man wahrscheinlich auf der Webseite junge-evp.ch. Dort findet man auch das Parteiprogramm und alle Termine, wo schweizweit von der jungen EVP am Start sind. Und mehr in der Sektion, da haben Instagram und der Twitter-Account. Wir heißen auf beiden Plattformen junge EVP bei der Basel. Und dort tun wir über aktuelle Ereignisse informieren. Und da haben wir noch eine WhatsApp-Gruppe und über die kommt man dann irgendwann mal auch rein. Also unabhängig, ob man Mitglied ist oder nicht, gibt es dort auch allgemeine Info-Chat. Also dort vielleicht einfach auf Instagram oder so anschreiben und dann kommt man dort in die Informationsgruppe rein. Okay, ja, wunderbar. Das war eigentlich bereits alles, was wir zum Diskutieren hatten. Ich danke dir ganz herzlich, Roberto, für deine Zeit, für das Interview und für den Podcast. Ich danke auch unseren Zuhörenden. Danke, Joel, für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke an die Zuhörenden.